Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Moto Fuzzi. Heute sind wir wieder mal hier bei Indalmar Motor Grupo CarPlay in Malaga und wir testen heute mal die Voge 525 DSX, ganz neu rausgekommen hier. Der Händler ist ganz stolz, dass er sie da hat. Wir dürfen sie mal testen. Ich habe mal alles zusammengerechnet. Wir haben im Moment ein Sonderangebot hier natürlich. Das ist ja meist so, wenn die ganz frisch rauskommen. 6.400 Euro auf der Straße. Vergleichbar wieder mal mit der CB500X, würde ich sagen. Nur, dass die hier mal wieder besser ausgestattet ist. Ja. Im Moment haben wir knapp einen Preisunterschied von 1.000 Euro zur CB500X. Wir haben den neuen Motor hier schon verbaut. Den 525er. Also das heißt, der hatte 494 Kubik, das heißt, der ist etwas modifiziert und leicht größer als die normalen 500er Motoren von Honda und auch von Voge natürlich. Und ja, Motor von Lonzin, steht er hier auch dran von der, die Firma heißt ursprünglich Lonzin unter der Bezeichnung Voge hier oder Voge oder Voge. Wir haben eine Sitzhöhe von 830 mm, es sieht relativ niedrig aus. 830 ist natürlich auch schon wieder ein bisschen, geht aber. Fühlt sich eigentlich sicherer, niedriger an als auf der CB500X. Warum erwähne ich ständig die CB500X? Die habe ich damals auch besessen für ein paar Monate. Und deshalb werde ich die natürlich mit der vergleichen. Ab und zu mal. Sieht auch wieder ziemlich schlachtschiffmäßig aus, wenn man hier drauf sitzt. Wir haben leider noch so eine Displayfolie hier drauf. Deshalb ist vielleicht das Display für euch nicht ganz so klar zu erkennen, leider. Aber ich lasse es mal drauf. Ich habe ihn jetzt nicht gefragt, ob ich es abziehen kann. Wir haben die Fußraste hier leider auch wieder ein bisschen im Weg. Ich habe mir gerade die Spiegel eingestellt. Nur zu eurer Info, die scheinen relativ weit. Ist ja auch ziemlich breit hier, das Ding. Die scheint ziemlich weit außen zu sein. Da hat man eigentlich überhaupt keine Probleme, hinten irgendwas zu sehen. Das ist also alles okay. Kupplung kommt auch wieder ziemlich spät. Das sind so die ersten Sachen, die ich jetzt hier merke. Wir haben, ja, wir haben keine Vollausstattung natürlich, weil es ist ja alles serienmäßig, sage ich mal, Standard. Aber wir haben eine sehr, sehr gute Serienausstattung, sage ich mal, im Vergleich zu anderen Mitbewerbern. Wir haben, ja, ihr seht ja schon hier die ganzen Steckdosen. Wir haben eine 12-Volt-Steckdose. Wir haben Anti-Rutschkupplung.
Wir haben ABS abschaltbar, wir haben Traktionskontrolle, wir haben zwei Fahrmodi. Ja, was haben wir noch? Wir haben ein verstellbares Windschild. Das sieht zwar so aus, als würde es sich relativ leicht verstellen lassen, aber ich glaube, es geht auch nur mit Werkzeug. Ich habe schon ein bisschen dran rumgefummelt, aber ich glaube, man muss irgendwie Schrauben lösen, damit man es dann verstellen kann. Ja, es ist wieder mal so eine Situation, wo ich dann sagen müsste, ja, ich kann euch das alles wunderbar erklären. Ich mache ja für euch eine Probefahrt. Aber der Händler hat mir auch gerade wieder gesagt, ich habe es gerade vor 4 Tagen erhalten, ich habe keine Ahnung von dem Ding. Also da seht ihr mal wieder, klar, müsste ich natürlich, ich habe mich natürlich ein ganz bisschen informiert, aber im Endeffekt müsste mir natürlich der Händler das sagen. Aber okay, ja, wir haben ein invertiertes LC-Display, ich glaube nicht, dass das TFT ist. Ist jetzt auch nicht ganz weiß auf schwarz, also jetzt auch nicht ganz super kontrastarm, aber scheint, glaube ich, mal ganz gut zu funktionieren. Heute haben wir bewölkt. Mal sehen, vielleicht kommt die Sonne nachher noch raus. Nur blöde, dass wir jetzt diese Schutzfolie da drauf haben. Wir haben praktisch mehr oder weniger die gleichen Leistungsdaten, mehr oder weniger. Wie gesagt, der Motor ist ja um 20 Kubik etwas größer als der normale 500er Motor hier von Vogue und natürlich auch von Honda. So, vom Fahren hier in der Stadt scheint das alles ganz gut abzugehen. Wir haben 19 Zoll vorne und hinten 18 Zoll, so wie ich mich erinnere. Also scheint auch sehr spurstabil zu sein. Gangschaltung funktioniert alles so, wie es sein muss. Es rastet alles ein, es geht alles, es funktioniert alles. Ach, wir haben vorne noch, sag bloß, wir haben vorne noch die Nebelleuchten, weil ich gerade hier den Knopf sehe. Der ist schon hier ganz schön ausgestattet, sagen wir mal so. Ja, wie gesagt, Reifenkontrollanzeige haben wir auch. Also wir haben schon eine ganze Menge drin hier in diesem kleinen Schlachtschiff. Wir haben wohl einen 16,5 Liter Tank. Ja, der sieht jetzt größer aus, als er ist. Da ist wahrscheinlich hier alles nur Plastikverschalung. Aber ja, wäre schön, wenn da noch 3-4 Liter mehr reinpassen würden. Dann wäre es noch so ein richtiger Langläufer, Langstreckenläufer hier. Der Motor ist ja, wie gesagt, ich bin ja schon die Vogue 525 ACX gefahren. Das ist der gleiche Motor hier, also die Evolution des 500er Motors sozusagen. Motors, also dieses mit 474 Kubik haben die ja wohl immer gehabt von Lonzin. Jetzt haben sie 494 wohl. Da wurden ganz leichte Veränderungen dann vorgenommen. Und soll jetzt noch ein bisschen besser abgehen. Und ja, das ist halt die Zukunft hier, sagen wir mal so. Das Gas ist auch ein bisschen, aber vielleicht liegt es auch, muss ich nachher mal sehen, ob ich das noch umschalten kann in den anderen Modus, ist auch wieder sehr wackelig. 0 und 1. Kann ich euch ja nur diese Stellung hier des Windschilds zeigen. Es hat einen sehr, sagt man, ja, der Winkel ist halt sehr nach vorne. Ich weiß gar nicht, steiler oder stumpfer Winkel. Es hält also schon ein bisschen was ab. Es geht aber, es geht eigentlich mehr oder weniger über meinen Kopf, über meinen Helm rüber. Aber wir haben komischerweise wieder mal sehr viele Verwirbelungen. Und deshalb ist das leider auch schon wieder sehr laut hier.
Also man hat zwar keinen Druck von vorne, aber es ist trotzdem sehr laut durch diese ganzen Verwirbelungen. Ja, wir haben auch jetzt bei, okay, wahrscheinlich meckern wieder auf hohem Niveau. Wir sind im sechsten Gang und wir haben aber ab 120, klar fährt man vielleicht jetzt auch nicht so oft, aber wir haben auch schon ganz schöne Vibrationen jetzt im Sitz. Das ist das, was mir auffällt, wenn ich jetzt hier runtergehe auf 100, da ist eigentlich alles akzeptabel. Aber so, ja, 120, 130 gehen ziemlich starke Vibrationen im Sitz los. Ja, hier natürlich, wie zu erwarten, auf der Geraden bei höheren Geschwindigkeiten, natürlich sehr, sehr spurstabil, was will man da auch fast anderes erwarten. Aber ich glaube, ich werde trotzdem mal kurz tanken fahren. Aber ansonsten hier so reisemäßig macht das auch erstmal einen guten Eindruck. So, jetzt sind wir wieder zurück. Also von vorne mit den beiden Leuchten vorne, sind das wirklich Nebelleuchten? Sieht ja ein bisschen aus wie eine Yamaha, muss ich sagen. Aber nur der feine Unterschied bei dem ist, glaube ich, dass alles an ist und nicht immer dieser Piratenlook wie bei Yamaha. Also powermäßig kann man hier überhaupt nichts Negatives sagen. Und ja, was soll man auch sagen, knappe 48 PS, also für A2, dem einen reicht es, dem anderen nicht. Mir würde es vollkommen reichen. Ja, die Sonne kommt jetzt von hinten. Okay, diese Schutzfolie, die spiegelt jetzt natürlich, aber ist schon ganz schön, schon ein bisschen schlecht zu erkennen teilweise. Ja, ansonsten, so vom Fahren her, fahrtechnisch alles, bin ich eigentlich alles zufrieden. Ich bin ja mal der Windschutzmeckerer und der ist hier auch wieder mal, der ist zwar ganz gut, aber eben, er hat leider doch wieder sehr starke Verwirbelungen. So, hier sind wir mit der Woge DS525X. Ja, also vom Aussehen her, mir persönlich, jetzt ist ja wieder mal alles Geschmackssache, gefällt es mir sehr gut. Die Front ist doch sehr Woge-typisch. Die Nebelleuchten vorne erinnern mich so natürlich so ein ganz bisschen an Yamaha. Ja, ich habe gerade noch mal in die Leuchten reingeschaut. Ich bin jetzt halb blind. Also normale Beleuchtung, also Abblendlicht haben wir zwei Scheinwerfer außen. Fernlicht haben wir zwei zusätzliche innen noch. Und dann, wie gesagt, haben wir noch die Nebelleuchten drunter. Alles im Preis inklusive. Ja, dann haben wir eine super Beleuchtung. Preislich auch im Moment super. Wir haben wieder 400 Euro Einführungsbonus. Das heißt, wir kommen auf um die 6.400 Euro. Alles komplett. Außerdem noch dazu, wenn ihr diese Seitenboxen und die Topbox nehmt, bekommt ihr sie um 50% reduziert dazu. Das ist natürlich auch ein super Wahnsinnsangebot. Was haben wir noch? Wir haben 5 Jahre Garantie hier in Spanien. Wir haben 1 Jahr Versicherung inklusive. Ja, eine ganze Menge für dieses Geld, wie gesagt. Und wenn man dennoch alles dazu zählt, was da alles schon inklusive ist in dem Preis, so wie zum Beispiel diese Außenschutzbügel, ja, dann dieser Unfallschutzpuffer, den Windschutz an den Händen oder wie sagt man, Handschutzgitter. Wir haben 2 Buchsen, wir haben einmal USB, wir haben einmal 12-Volt-Anschluss. Also wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich in den 12-Volt-Anschluss noch einen Adapter rein, dann habt ihr noch mehr USB. Es ist der reinste Wahnsinn. Wir haben diese sequentiellen Blinker, ich glaube, so heißt es, oder?
die eben so von innen nach außen laufen oder Lauflichtblinker oder wie auch immer. Auch eine tolle Sache. Wir haben den neuen Motor von Lonzin drin mit 494 Kubik. Wir haben knapp 48 PS A2 Bike und einen super Konkurrent, sage ich mal, zur Honda CB500X, würde ich mal sagen. So, auf der linken Seite haben wir zum einen den Kupplungshebel. Der ist, naja, nicht leicht und nicht schwergängig. So mittel, würde ich mal sagen. Dazu kommt, dass es eine Anti-Rutsch-Kupplung auch verbaut ist. Der Kupplungshebel ist vierfach verstellbar, sehe ich gerade. Wir haben einmal vorne, was ich ja ganz toll finde, auch bei der XADV, bei meiner finde ich das ganz schön, mit dem Lichtschalter gelöst. Wir haben eben für den Zeigefinger, wir schalten den einfach hoch ins Fernlicht. Wir schalten ihn ganz normal runter ins Abblendlicht. Und dann natürlich, wenn wir ihn ziehen, dann haben wir die Lichthupe. Das alles super vereint in einem Schalter, finde ich ganz toll. Die Bedienelemente machen wieder einen sehr guten Eindruck. Hohe Qualität. Weiter geht's hier erstmal. Wir haben hier oben einen Zurück- und TCS-Schalter. Wir haben die Enter-Taste. Ich dachte schon, super, dann komme ich ja mit der Enter-Taste ins Menü. Ins Menü komme ich leider nicht. Ja, ich weiß, Bedienungsanleitung lesen. Lest mal bitte die Bedienungsanleitung bei 35 Grad hier draußen. Keine Bedienungsanleitung habe ich gefunden im Internet. Das kommt dazu. Alles ausreden, ich weiß. Aber ja, wenn es mir halt keiner erklärt, sorry Leute. Also ins Menü kommen wir jetzt leider nicht. Ich habe alles versucht. Wir können zumindest TCS ein- und ausschalten hier. Wir können die Uhrzeit, das ist das Einzige, was ich gefunden habe, hier verändern mit dem Schalter. Und wir können das Datum uns anzeigen lassen. Die anderen Daten haben wir so ziemlich alle im Display. Aber es ist ja noch viel mehr verbaut. Wir haben Bluetooth-Funktionalität. Wir haben angeblich Navigation. Da habe ich auch schon in der Woge-App nachgeschaut. Leider muss man sich da jetzt erst wieder anmelden und pipapo. Das heißt, sorry Leute, das kann ich für euch nicht machen. Aber im Display, wenn ich es mal ein- und ausschalte oder aus- und einschalte, seht ihr gleich, da haben wir schon die Pfeile für zumindest Turn-by-Turn-Navigation haben wir da. Ja, also Navigation im Display, eine super Sache. So, weiter geht's erstmal. Wir haben den Hoch-Runterschalter für die wichtigsten Daten hier im Display. Wir haben den Blinkerschalter mit dem Zurücksitzen in der Mitte. Ist es irgendwie ein bisschen für mich problematisch hier am Anfang. Dann haben wir einmal die Hupe hier. Auf der rechten Seite haben wir dann den Gasgriff mit dem Bremshebel. Der ist auch vierfach verstellbar. Ne, fünffach sogar verstellbar. Warum ist der mehrfach verstellbarer als der linke? Dann haben wir vorne ein ABS-Knöpfchen. Da können wir ABS ausschalten. Hier können wir den Modus umschalten von Economy in Sport. Und hier haben wir den Notausschalter und Starterschalter kombiniert. So, in der Mitte haben wir dann das Display links und rechts davon. Wie ihr vielleicht sehen könnt, wir haben einmal 12 Volt Anschluss und wir haben rechts die USB-Buchse. In der Mitte ganz groß die Geschwindigkeit. Wir haben oben ein bisschen schlecht zu erkennen die Ganganzeige. Wir haben das Drehzahlband hier oben. Ist auch für mich, war für mich auch ein bisschen schlecht zu erkennen hier mit der Sonne und so. Dann haben wir links weiter unten die Außentemperatur. Die können wir umschalten. Einmal mit dem kleinen Schalter hier am Lenker in die Batteriespannung und Verbrauch auf 100. Und darunter haben wir die Reifendruckkontrollanzeige. Darunter haben wir dann die Treibstoffanzeige. Und dann haben wir ganz rechts oben im Display die Uhrzeit und Datum können wir da anzeigen lassen. Wir haben die Kontrollleuchten. Wir haben ganz rechts dann den Modus S oder E. Den können wir hier umschalten, E oder S. Und dann haben wir den Kilometerzähler und den können wir dann nochmal umschalten zu Trip und das war's. Und dann haben wir noch eine Kühlmitteltemperaturanzeige darunter und sogar auch nochmal in digitaler, also Anzeige, 57 Grad zeigt da gerade an. Wie gesagt, ins Menü komme ich hier nicht, weil ich wieder mal zu blöd bin und weil mir das keiner erzählt hat, wie es geht. Wenn ihr diese neue Woge habt, dann erzählt es mir doch einfach bitte mal. Ich bin ja immer bereit und lernwillig. Sag mir, wie kommt man bei der neuen hier in das Menü? Und zwar, wir haben ja hier auf der linken Seite den kleinen Knopf hier fürs Fernlicht. Vorne diese beiden Leuchten. Aber der wird hier leider im Display überhaupt nicht abgebildet.
Es sei denn, ich kann es hier wieder in der Sonne nicht sehen, aber ich glaube nein. Ja, wenn er aus Versehen auf den Schalter kommt, dann seht ihr nicht, ob das jetzt ein- oder ausgeschaltet ist. So, dann kommen wir noch zum Fazit. Ich würde mal sagen, ja, schon mal wieder ein sehr positives Fazit hier für Woge, für die DS525X. Wie gesagt, mit dem neuen 500er Motor, also mit 494 Kubik anstelle 474, 20 Kubik mehr. Wir haben nur unwesentlich oder gar nicht mehr PS, aber irgendwie strömungstechnisch haben sie das verbessert und deshalb soll es wohl halt ein besserer Motor sein. Wunderbar, fährt sich toll, großer Vorderreifen, relativ großer Hinterreifen. Wir haben fahrstabiles Fahren, wir haben sehr schönes Schalten, da habe ich keine Probleme damit. Nur, dass man vielleicht die Ganganzeige im Display ein bisschen schlecht erkennt. Wir haben ein Windschild, was eigentlich ganz guten Winkel hat, aber leider sehr viele Verwirbelung an der Seite. Das heißt, es wird jetzt zwar der Druck vom Helm und von der Brust genommen, aber eben trotzdem relativ laut und ziemlich starke Verwirbelungen. Ansonsten ein schickes Motorrad und ein schickes Trail-Adventure-Bike, was durchaus vergleichbar ist mit der Honda CB500X. Ich denke mal, das war erstmal alles. Den Preis habe ich euch gesagt. Und dass es ein ganz guter Deal hier zumindest in Spanien ist. Auf jeden Fall mindestens 1000 Euro preiswerter als die Honda. Und natürlich, wir haben noch super tolle Extras hier, was ich euch schon erwähnt hatte, die man eventuell an der Honda nicht findet. Das war erstmal alles hier. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war euer MotoFuzzi. Bis dann. Ciao, ciao.